Entschuldigung, such Herrn Hillmann. Drüben an der Rampe. Danke. Herr Hillmann? Herr Hillmann? Und Sie sind? Georg Wilsberg. Hesse? Nee, Privatdetektiv. Ich arbeite für Ihren Chef. Ich habe da ein paar Fragen. Und ich habe ein paar Tonnen Mischbrot. Muss in 2 Stunden in Bielefeld sein. Hat ja damals ganz schön zugeschlagen, Ihr Chef. Ist das noch die Narbe? Das ist lange her. Warum haben Sie den nie angezeigt? Muss ich mit Ihnen reden? Wissen Sie, ich versuche nur, mir einen Eindruck zu verschaffen von Thomas Winter. Sie wollen wissen, ob ich ihm den Mord an Charlotte zutraue, hm? Einen gewissen Grad an Gewaltbereitschaft hat er ja bereits gezeigt. Es ging damals um was ganz anderes. Sie haben geklaut, er hat sie erwischt. Blödsinn. Er wollte Eindruck schinden. Er wollte die Ballkönigin. Winter wollte Charlotte, die Tochter vom Chef. Winter hatte nichts. Er war nichts. Der Alte, der hat immer darauf geachtet. Worauf? Auf den Umgang der Tochter. Der alte Herr wollte für Charlotte nur das Beste. Die feinen Leute. Und Thomas Winter fiel da durchs Raster. Aber was hat das mit der Schlägerei zu tun vor der versammelten Belegschaft? Nein, vor allem vor dem Alten, darum ging es ihm. Das war nach dem Geschmack vom Chef. Endlich mal einer, der so richtig durchgreift. 3 Wochen später hat der Scheißkerl um Charlottes Hand angehalten. Verstehe. Aber Sie arbeiten immer noch hier. Haben Sie einen besseren Job? Nee. Er hat Schmerzensgeld gezahlt, nachdem er Zugriff auf die Firmenkohle hatte. War ganz ordentlich. Naja, ist ja dann fast doch noch ein Happy End. Finden Sie. Thomas Winter übernimmt jetzt das Ruder. Gute Fahrt. Ach, was haben Sie eigentlich damals geklaut? Mischbrot? Gar nichts. Ich habe für Charlotte Privatfahrten gemacht. Dann habe ich wie immer 1 paar Liter auf Firmenkosten in mein Auto getankt. Ach so. Für Thomas Winter war das nur eine gute Gelegenheit, sich beim Alten einzuschleimen. Wiedersehen. Ist was? Nö, wieso? Sind wir zufällig Kollegen? Tut mir leid, ich kenne Sie nicht. Warum verfolgen Sie mich dann? Ich Sie? Ich habe Sie was gefragt. Wo ist er? Wer? Wo ist der? Wer denn? Wo ist Thomas Winter? Ich weiß es doch selber nicht. Mann! Pass da auf, du Penner! Ist was passiert? Ja. Der Wagen scheint ja zumindest in Ordnung zu sein. Und Sie? Danke. Die Herrschaften mit deinem Wagen? Ja, genau die. Die mit meinem Wagen und vor allem mit meinen Akten. Mann, Georg, die Jungs vom Hafergamm, die haben mich echt am Arsch. Moment mal. Talkötter, Finanzamt Münster. Georg Wilsberg, Privatdetektiv. Hallo, Ecki. Und was soll das jetzt wieder? Kannst du die Nummer auf dem Display sehen? Ja. Schreib sie auf und gib sie in die Rückwärtssuche ein. Das ist das Handy von dem Kerl, mit dem ich aneinander geraten bin. Ich brauche seinen Namen und seine Adresse. Und ich brauche deine Hilfe.
wenn die bei meinem Job hier rauskriegen, dass ich mit Steuerhinterziehern illegal gepokert habe. Und dabei Behördenakten verspielt hast? Ja, genau, eben. Danke. Also was ist jetzt? Ich habe den Kerl ziemlich aufgeschreckt. Der wird da bald auftauchen. Ich will seine Spur nicht verlieren. Also gut. Unter einer Bedingung. Du rufst bei Alex an und sagst ihr, dass du an dem Fall dran bist und dass du auch schon eine Spur hast. Komm, Georg, ruf sie an. Und sei nett. Hier steht alles drauf. Mike Reber. Hallo? Hallo, Alex. Wir haben den Namen von dem Kerl. Ehrlich? Mike Reber. Eckholzring 14, hier in Münster. Frag deinen Mandanten, ob ihm der Name was sagt. Oder ob er die Adresse kennt. Und ruf mich an. Warte mal, Georg, ich bin bei ihm. Mike Greber, Eckholzring 14, sagt dir das was? Nee. Habt ihr eine Spur? Nee, Georg, tut mir leid, den Namen kennt er nicht. Aber es hat sich ein vorheriges Opfer gemeldet. Johanna Mahler. Sie wurde vor Jahren vermutlich vom selben Mann überfallen. Sie wurde vor Jahren überfallen und geht jetzt erst zur Polizei? Nein, eben nicht. Sie kann nicht, sie will nicht, sie hat Angst. Sie ist zu mir gekommen. Kannst du nicht mit ihr reden? Johanna Mahler. Na gut. Ich glaube, Ecki wollte sowieso allein zu dem Greber. Also, sie wohnt in der Bremer Straße 42. Danke, Georg. Tschüss. Tschüss. Wie, was will ich, wo soll ich hin? Ecki. Ist wichtig. Der darf jetzt nicht untertauchen. Wie stellst du dir das vor? Ich hab einen Job hier. Noch. Ist doch viel besser, wenn du deinem Chef nicht über den Weg läufst. Passt doch. Ja. Übrigens, dieser Mike Reber ist groß und kräftig. Nur damit du ihn wiedererkennst. Tschüss. Ecki? Georg? Ja? Hör zu. Ich bin... Scheiße. Hey! War sehr gut. War ich zu schnell? Nein, aber das rundet die Sache sicher ab. Wer fährt? Wer fährt? Ich? Nein, Sie können ja nicht fahren. Sie essen, Sie telefonieren und Sie sind nicht angeschnallt. Verstehe. Fahrzeugpapiere, Führerschein und Ausweis bitte. Da muss ich passen. Kann ich Ihnen sonst irgendwas anbieten? Ja, wie wär's denn zum Beispiel mit dem Wagenschlüssel? Geht leider auch nicht. Das Sandwich vielleicht? Ihr Auto? Ist das jetzt so wichtig? Im Moment noch nicht. Sie fahren ja jetzt mit uns. Ich nehme Sie fest. Hast du denn jetzt wirklich übertrieben? Sofort aussteigen.
Und zwar so, dass ich Brötchen und Telefon in ihren Händen sehe. Hallo? Hallo? Hört mich jemand? Hallo? Hallo, Anna. Holst du mich hier raus oder bist du nur Besuch? Ich genieße den Anblick und frage mich, ob das nicht die dauerhafte Lösung wäre für all die Probleme, die ich ständig mit dir habe. Ich kann das alles erklären. Du kannst immer alles erklären, Georg. Aber wie immer wird mir deine Erklärung nicht gefallen, oder? Diesmal vielleicht schon. Ecki verspielt sein Auto und du klaust dir darum ein neues. Es leuchtet ein. Freut mich, dass du dich amüsierst, aber du verdrehst die Fakten. Fakten? Du willst Fakten? Kannst du haben. Hallo? Hallo? Können Sie mich hören? Ich steck hier fest! Das Labor ist sicher. Passt zu den Faserspuren am Opfer. Und 2,10 Meter lang. Das Tatwerkzeug. Wo habt ihr das her? Die Fragen kommen von uns. Und nicht von dem in Handschellen. Also, woher hast du das? Ich? Es lag im Kofferraum des gestohlenen Autos. Neben allerlei Einbruchsgegenständen. Übrigens eine sehr professionelle Ausrüstung, wie die Kollegen gesagt haben. Wo soll ich denn wissen, wie der Saal da reinkommt? Anders gefragt, von wem ist das Auto? Das ist eine lange Geschichte. Wilsberg, wir haben Zeit. Und du hast heute auch nichts mehr vor. Wir haben Fingerabdrücke im Auto gesichert. Die werden jetzt von der Spurensicherung mit der Datenbank abgeglichen. Wir wissen den Namen bald. Ich weiß den Namen jetzt schon. Ach. Und auch den des vorherigen Opfers. Wer schließt auf? Overbeck.